Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir wollten hier eigentlich speichern. Wir haben festgestellt, es geht nicht. Ist egal. Wir werden jetzt weiter spielen. Wir müssen also so lange spielen, bis wir speichern können. Ja. Aber ist egal. Aber es macht nichts. Und wir sind jetzt also hier erstmal gelandet und mal sehen, wie es hier weitergeht. Ja, ja. Und ich muss Lumos machen, hat er gesagt. Mhm. Lumos. Sehr gut. Aha, und jetzt dreht er sich zu mir. Meer. Es folgt wirklich dem Licht. Mhm. Ja. Aha. Mhm. Das ist etwas unheimlich, na, oder? Benimm dich. Oh. Na, das sieht nicht gut aus. Das sind aber wohl keine Freunde, oder? Oh, oh. Ach, Protego muss ich machen. Accio! Desecto! Levioso! Depulso! Depulso! Levioso! Professor Fig, wo sind Sie? Das ist ja, nicht ich laufe mal den Strahlen Wohin nach soll hier. Ich nur gehen? Gute Frage. Was ist hier los? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Ach so, ja, ein bisschen Licht wäre vielleicht von Vorteil, ja. Mit Licht gehen wir es vielleicht besser. Ja. Wurde der jetzt entführt, oder was ist da passiert? Tja. Ah, dorthin führen Sie mich. Das war's wieder. Muss ich? Das sind doch schon wieder solche Gesellen im Eis. Ja, und wo ist der? Und wenn ich jetzt Lumos mache, kommt die bestimmt alle wieder raus, oder? Ich bin wohl auf mich allein gestellt. Oh, oh. Jetzt bist du und dein Stab. Ich hoffe, du hast immer noch den Stab. Oder ist immer nur hast so ein kleines Stäblein. Guck mal, da ist was. Hä? 33 Goldstücke. Aktiviere die Statue. Ich muss die Statue vor ihre Spiegelbilder schieben. Ach, guck mal an. Ja, dann muss ich wieder Lumos machen und mal wieder. Willst du die aktivieren? Oh weia, wir sind jetzt alle da. Wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg hier herauskämpfen müssen. Aha.
Gut zu wissen. Ja. Da kommen ja noch die. Ja, die werden wieder auf. So, der gekontert wird, selber für ein halbes Sekündchen zu betäuben. Lumos. So, und nu? Ja, nu. Was haben wir hier? Ich glaube, diese... Diese Dinger zeigen, wo es lang geht, ja? Tja, das sieht so aus, weil hier ist ja was. Was auch immer das ist. Also ich muss jetzt den Professor suchen. Hoffentlich. Ja. Dann wollen wir hier mal durchlatschen, ne? Warum? Ach, was für eine hübsche Stille hier. So, was haben wir denn da so aufgehängt? Ist das ein Schlüssel? Revelio. Ja, was ist das? Schwebt was. Untersuchen ist das. Hm? Aha. Da ist er ja. Da sind sie hier. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Ich habe das gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium. Um sie was einfallen um zu sehen. Ja. Mal sehen. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad... unmöglich nachzuverfolgen ist? Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja. Und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten, das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie?
Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nie. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Der Koboldmann. Wer war das? Ich nee, weiß nicht. Reinhold. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Da ist er ja. Er hat ja nicht hübsche Ohren. Wusste ich's doch. Renrock. Das ist ja dieser Renrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Naja. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Der ist gar nicht nett, dieser Renrock. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun. Wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja die junge Dame hier hilfsbereiter. Die stöhnen ganz schön viel. Oh, oh. Das sieht aber nicht gut aus. Der ist noch ein paar Nummern größer wie die letzten, ja? Vielleicht sollten wir sehen, dass wir hier wegkommen. Guck mal, wie schön sind die Sterne. Ist so friedlich hier. Nett. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihm gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Mhm. Aha, sind sie wohl gar nicht so weit entfernt von dieser Anstalt, in Anführungsstrichen, zu der sie soll. Ach nein, guck mal. Der Hogwarts Express. Der Hogwarts Hedwig. Bist du Hedwig? Nein. Oder heißen die alle Hedwig? Vielleicht heißen die auch alle Hedwig. Schon lustig, wie gerade durch dieses Spiel hier, der Zug nach Nelle so berühmt wurde, ja, hier in Schottland. Das war ein ganz normaler Zug vorher, der war auch gar nicht besonders gut besucht, weil es nicht so viele Leute gab, die in der Gegend gelebt haben. Aber heute gibt es auf jeden Fall viele Touristen. Ja, für die Gegend war es natürlich
Ja, ich muss sagen, eigentlich tut es mir fast ein bisschen leid. Ich habe da sehr oft Urlaub verbracht, als es das eben noch nicht gab in dieser Qualität was, oder Quantität, was Touristen angeht. Ja. Ja, hängen geblieben oder was? Glaube ich weniger, aber ja, man sieht ja, er ist schwer beschäftigt mit Laden. Ich hoffe, das dauert nicht immer so lang. Das wäre nämlich dann äußerst lästig. Du hast es doch schon mal angespielt, da war es doch okay, oder? Nee, ist mir nicht aufgefallen, dass es so lange gedauert hat. Kann sein, es heute einfach kein guter Aber Tag es scheint so beim ersten Mal zu sein, ja. Na, weiß. Na, los. Hey, los du. Und es liegt an der Aufnahme, dass das besonders lang dauert. Naja, wir sind auf jeden Fall, wir sind angekommen. Wir werden sehen. Oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Okay. Ich muss Ihnen von George erzählen und Sie vor Renrock warnen. Ich bitte Sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Na klar. Der sieht irgendwie unfreundlich aus, hä? Ja, findest du? Phineas Nigellus Black. Aha, du magst ihn nicht. Vielleicht treffen sie den Schulleiter. Fick, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Tja, wollen wir doch mal gucken, was da alles so auf dem Tisch an wunderbaren Sachen. Ich fürchte, wir müssen erst mal Hut aufsetzen. Auf Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl. Ah, Weasley. Willkommen, Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. Ach so. Ja, ich war schon gerade dabei, meinen Kaffee genüsslich zu trinken. Ich freue mich auf den Unterricht oder ich will unbedingt erkunden. Ja, ich freue mich natürlich auch. Ich freue mich darauf, die Professoren zu treffen und so viel wie möglich in Hogwarts zu lernen. In der Tat. Streberin. Hogwarts hat motivierten Schülern viel zu bieten. Und was du im Unterricht lernst, bereitet dich auch auf Herausforderungen außerhalb des Klassenzimmers vor. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Neugier? Würde ich sagen. Ja, warum nicht Neugier? Lernwilligkeit? Ich mag gute Rätsel. Und ich denke, ich habe einen schnellen Verstand. Das schon eher. In der Tat, du bist schlau. Was andere verwirrt, erfasst du mit klarem Verstand. Einen wachen Geist hast du auch. Du lernst schnell. Vielleicht gehörst du nach Ravenclaw. Ja. Könnte passen, nehmen wir an, ne? Ja, warum nicht?
es nach Ravenclaw. Das ist ja toll, ne? Ja, so schnell kann man sich umziehen, wenn man zaubern kann, ne? Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Was? Ruhe! Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Das war wohl sowas wie ein Rauschmiss, hä? Ja, klar. Ziemlich deutlich. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Aha. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber Sie sind sicher bereit dafür. Ganz recht, Professor. Das ist der Eingang zum Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Sie müssen ein Rätsel lösen. Dabei kann ich Ihnen kaum helfen. Solcherlei Rätsel waren noch nie meine Stärke. Na? Kommen wir heute noch? Meine Stärke ist das auch. Länger? Das Gespenst? Oder der Poltergeist? Ein Geist oder Poltergeist? Ein Nichtlebewesen kann nicht gelebt haben. Schlau? Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Ist ja nicht verkehrt, wenn uns jemand zeigt, wo die Klassenzimmer sind. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Wollt ihr uns nicht abholen? Den muss sie erstmal finden. Aber wir haben ja hier eine Karte. Cornelio. Na, wir laufen mal nach der Minimap, ha? Ja. Was ist hier? Wer ist das? Amitaka oder so? Ja, irgendwie ist das schon etwas komisch, ja? Einfach genial, Amit. Genial. Man könnte meinen, du könntest... Ach, so soll das nicht. Hä? Ah, hallo. Willst du mal gucken? Tag kann man nicht viel sehen. Außer Sterne wie Sirius, Canopus, Vega und Arctur. Ach. Ich bin Amit. Schön, dass du in Ravenclaw bist. Ich kannte bisher niemanden, der einem Drachen so nahe war. Kann ich ehrlich gesagt nicht empfehlen. Nee. Schön, dich kennenzulernen, Amit. Du magst also Astronomie? Oh ja. Man kann so viel von den Sternen lernen. Außerdem haben die Luft und der Nachthimmel über dem Turm etwas an sich. Etwas Belebendes. Astronomie wird dir gefallen. Professor Shah ist unglaublich bewandert.
Ich finde Sterne faszinierend. Jo. Ich würde gern Astronomie belegen. Klingt interessant. Dann habe ich gute Nachrichten. Du belegst auf jeden Fall Astronomie. Es ist Pflichtfach für alle Fünftklässler. Der Turm wird dich begeistern. Außerdem kann ein gutes Teleskop dir Dinge zeigen, von denen du nie geträumt hast. Dann sehen wir uns wohl im Unterricht. Ja, apropos, ich muss zu meiner ersten Stunde in diesem Jahr. Es geht doch nichts über den Geruch von frischem Pergament. Wow, abartig. Wir sehen uns. Naja, so abartig heute halt nicht. Also ich muss sagen, ich gucke mir die Sterne am liebsten an, wenn ich in dem warmen Sand am Strand liege. Ja, schon gut. Da kann man doch schön in die Sterne gucken und vor sich hin träumen. Toll. Aha. Wer bist du? Samantha. Ich will, dass er an einem perfekten Ort ist. Einem Ort, an dem er glücklich ist. Aber ich finde ihn nicht. Knifflige Koboldsteine. Ich will, dass er hier gedeiht. Knifflige Koboldsteine? Das ist ein Spruch von mir. Ich habe diesen Diptam-Setzling mitgebracht und will, dass er sich wohlfühlt. Diptam ist erstaunlich, nicht wahr? So klein und doch so viel Heilkraft. Wie du siehst, habe ich was für Pflanzen übrig. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Samantha. Freut mich, Samantha. Verwendet man Diptam für den Megapower-Trank? Ja. Sieht aus, als hätte sich jemand ausgiebig mit Trankherstellung beschäftigt. Eigentlich hat mir Professor Fake vom Megapower-Trank erzählt. Natürlich. Ich habe gehört, dass du bei ihm gelernt hast. Fake ist ein Mysterium. Er lehrt Theorie, scheint aber viel über praktische Magie zu wissen. Aha, ja. Professor Fake weiß eine Menge über verschiedene Arten von Magie. Ich hoffe, er hat dir nicht nur vom Megapower-Trank erzählt. Du hast bestimmt viel nachzuholen. Och, nur 4 Klassen. Das machen wir doch mit links. Eine Vorliebe für Kräuterkunde passt eher zu Hufflepuff als zu Ravenclaw, oder? Schon, aber das liegt in meiner Familie. Wir haben zu Hause ein ganzes Grundstück mit diesen Kerlchen. Ich bin sozusagen mit Kräuterkunde aufgewachsen. Ist es denn üblich, dass die Schüler ihre Zutaten selbst anbauen? Oh ja, unsere Kräuterkundelehrerin Professor Garlick unterstützt das sehr. Und ich glaube, Professor Sharp, unserem Meister der Tränke, ist es egal, woher die Zutaten sind, solange die Tränke gelingen. Dürfte auch günstiger sein, sie selber zu ziehen, wie alle zu kaufen, wa? Na gut, hat mich gefreut. Hat mich sehr gefreut, Samantha. Viel Glück mit deinem Diptam. Danke. Und auch dir viel Glück an deinem ersten Tag. Oh. Wow, darf man ja sogar essen. Nett. Ich glaube, das waren erstmal alle, mit denen man reden konnte. Aha. Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Ich glaube, du musst nach oben, ne? Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Wo muss ich hin? Und hier warst du hier schon drin? Nee, ne? Nee. Eben. Everett Clopton. Ein Moment. Sieh mal. Was soll das? Jemand hat eine Stinkbombe geworfen. Nichts wie weg hier. Das war nicht ganz die Reaktion, die ich mir erhofft habe. Naja. Was hast du dir denn davon erhofft? Ich wollte nur die Stimmung ein bisschen auflockern. Ravenclaws können am ersten Schultag etwas nervös sein. Ich bin übrigens Everett. Im Vergleich zu den anderen wirkst du geradezu gelassen. Und du hast einen ziemlichen Höllenritt hinter dir. Die Buschtrommeln funktionieren hier ja, ja gut, wollte ich auch gerade sagen. Entsetzlich, ja. Ich bin immer noch etwas nervös, auch was den Unterricht betrifft. Oh, mach dir keine Sorgen. Es gibt keinen Grund, nervös zu sein.
Die meisten Lehrer sind streng, aber fair. Ich meine, nicht alle meine Streiche sind so simpel wie die Stinkbombe. Und ich bin immer noch hier. Sagtest du, die meisten Lehrer sind streng, aber fair? Ha, genau. Aber am besten machst du dir selbst ein Bild. Ich gehe vielleicht manchmal zu weit. Ich sollte abhauen, bevor jemand die Stinkbombe mir zuordnet. Nett, dich kennenzulernen. Ebenfalls Everett. Vielleicht solltest du dann auch abhauen. Hallo, euer Ravenclaw. Professor Weasley wartet draußen auf dich. Beeil dich lieber. Aha. Die neue Fünftklasse. Draußen? Wo die wohl herkommt. Tja, musst du in den Gemeinschaftsraum oder so. Professor Weasley, und jetzt muss vor ich dem wieder zurücklaufen. Sehr merkwürdig. Ach nee. Was denn? Ich glaube, ich muss hier die Treppe herunter. Ja, das kann sein. Ja, die Punkte auf der Minimap sind zwar hilfreich, aber manchmal etwas schwer zu interpretieren. Ja, da ist sie. Mhm. Guten Morgen! Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der fünften Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Bitte sehr. Aha. Oh. Eine fliegende Blattsammlung. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Mhm. Hier lang. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Die Treppen sind hier ganz schön. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Gestreckt. Und ja, geht's jetzt in den Keller oder so? Das gehört nie auf. Na, das sind ja Türme. Wirken Sie doch mal Revelio auf diese Büste. Mal sehen, was das Handbuch darüber berichtet. Ja, warum nicht? Revelio. Aha. Büste von Ravenclaw. Diese zu Ehren des Hauses Ravenclaw geschaffene Büste befindet sich im hohen Ravenclaw-Turm. Aha, gibt's auch einen niederen Ravenclaw-Turm? Aha. Aha. Eine Handbuch-Herausforderung. Aha. Guck mal, sind die einzigen hier, die man hier. Aha. Zauberstufe 1. Mhm. Stufe 1. Ausrüstung, Inventar, Talente, Sammlungen, also Herausforderungen, Einstellungen, also Aufträge. Okay. Aufträge und so weiter. Wie das Herausforderungsmenü aus, um fortzufahren? Na dann. Aha. Herausforderung. Oh. Ach so. Ja, ich muss ja den Kringel draufsetzen. Ja, ja.
Kampf ich drücke immer A Aufträge und es tut sich nichts. Handbuchseiten 1, immerhin. 1%? Ja. Wow. Entdecke Handbuchseiten auf in der ganzen Welt. Aha. Tja. Gut, ich weiß ja nicht, wie lange wir jetzt schon spielen, weil ich gar keine Ahnung habe. Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Alles klar. Wir brauchen unbedingt Punkte. Ja. Kann man auch so. Aber jetzt haben wir erst mal 35 Minuten. Mhm. Dann würde ich sagen, mach mal einen Cut. Genau, mach mal einen Cut. Bis zum nächsten Mal, ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.